Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, aus der Bar Jeder Hoffnung. Und heute das Thema, kommt man mit Humor aus der Krise? Und mein Gast Gail Tafts. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Gut, wir sind in der Bar Jede Vernunft. Okay, du hast gleich einen Auftritt? Yes. Und aufgeregt? Ja, aufgeregt und ich probiere mich wachschütteln mit einem stärkeren Tee. Cheers. Cheers. Ja, so ein rednerischer Dienstagabend. Wir gucken, wie es geht. Kommt man mit Humor aus der Krise? Ja, immer. Ich glaube, man kommt mit Humor aus jeder Krise. Ich bin in die Wechseljahre, so der einzige Weg dadurch ist mit Humor. Aber Humor ist einfach eine Überlebensstrategie natürlich und eine große, große Hilfe, finde ich. Es macht alles leichter. Es heißt, du bist die bekannteste Deutsch-Amerikanerin, du hast eine Perspektive auf beide Länder. Und spürst du die Krise bei dir oder spürst du die Krise bei deinem Publikum? Ich glaube, ich denke, you know, ich bin nicht reich, so ich habe kein Geld gemacht und ich bin nicht ganz arm, Gott sei Dank, so ich habe kein Aktien oder etwas oder kein Haus, so ich habe Immobilien oder Fonds oder etwas nicht verloren. So ist ein gutes Ding, vielleicht nicht reich zu sein und nicht zu viel Geld zu haben. Auf die andere Seite, ich habe das Gefühl, es gibt immer irgendwelche Krise in die Welt, you know, so ich glaube, was ich mache Entertainment, Unterhaltung, und ich glaube, das ist mein Job, ist Leute durch Krisen zu bringen. Aber gibt's nicht so Tage? Ich meine, du stehst auf, du musst zugeben, dass es wenig Comedians gibt, die wie so ein Feuerball über die Bühne schreiten. Wie kommt die Energie zustande? Well, es gibt, I mean, das ist mein Job, erstens. Das ist auch meine Ausbildung. Und ich bin eine Entertainerin. Und ich bin Amerikanerin. Ich glaube, die beiden Dinge. Meine Ausbildung ist ganz anders als hier, weil hier das ist ganz getrennt. Schauspiel, Tanz, Musik. Und meine Ausbildung als Schauspielerin in New York war alle drei. Muss man singen und tanzen und schreiben sogar. Und so, das ist alles ein Teil von was ich tue. Comedians kann, I mean, auch das Begriff Comedian ist so pauschal. Es gibt so viele verschiedene Arten von Comedians. Und es gibt natürlich verschiedene Arten von Entertainers, aber was ich mache, ich möchte, dass die Leute fühlen sich besser, wenn die rausgehen, als wenn die reingekommen sind. Und es gibt auch traurige Teile in der Stück. Es muss beide Seiten sein. Apropos, du hast ja auch eine bewegte Vergangenheit. Du bist sozial engagiert. Mhm. Was machst du? Ich bin Schirmherrin für drei Dinge. Eine ist Hunde für Handicaps, das ist für zu unterstützen die Kopplung von Begleithunde für Leute im Rollstuhl. Auch für Kinderleben, das ist ein Verein für krebskranke Kinder hier in Berlin, für ein Hospice für den. Und der dritte ist Stage Factory, das ist auch für Jugendliche, aber für Leute, die erste Schritte in diesen Beruf machen will, so von ganz jung bis ungefähr 18 Jahre alt. Und du brennst für diese Dinge? Ja, you know, ich habe viel Glück. Ich bin gesund, you know, bin gesund. Ich habe ich habe die Freiheit, meinen Job zu machen. Ich bin Freiberufler. Das bedeutet, niemand sagt, ich kann oder kann nicht was machen. Ich habe die Freiheit, das zu machen. Und dann habe ich natürlich auch eine Pflicht, einfach persönlich, einfach andere Leute diese etwas zu geben, so ein bisschen Energie zu geben oder einfach ein bisschen Enthusiasmus zu geben. Ich würde nie in Europa sein ohne, ich habe zwei Lehrerinnen, die haben irgendwann, eine hat irgendwann gesagt, weißt du kannst ein Stipendium bekommen, nach New York zu gehen und Schauspiel zu studieren. Hä? Habe ich gedacht, was? Ja. Ja, weil ich komme von einer ganz normalen Arbeiterfamilie. Meine Mutter war Supermarktkassiererin, mein Vater Barkeeper. In America, und die das Ausbildung kommt dabei raus? Ja, doch. Well, I mean, die Ausbildung ist wirklich teuer. Und ja. Ich habe irgendwie durch diese eine Lehrerin die Chance, einfach die Idee in meinen Kopf bekommen. Ich könnte nach New York. Und dann irgendwann hat eine Freundin in New York in die 8. Jahr gesagt, du solltest nach Berlin kommen. Das wird wirklich etwas für dich. Und so einfach diese Leute, die einen kleinen Kern in deinen Kopf machen. Und ich hoffe, dass ich kann das für jemanden machen. Wahnsinn. Ich würde gerne drei Begriffe nennen. Ja. Und hätte gern drei kurze Assoziationen darauf. Okay. Anti-Amerikanismus. Habe ich manchmal. Depending on who the Amerikaner sind and who the Regierung sind. Ich kann das verstehen. Es ist ein großes, großes Land. Und manchmal sage ich, wir sind ein ganz junges Land.
wir sind ein bisschen wie the teenage Junge, so wie ein 14-jähriger Junge, die manchmal du liebst ihn so sehr und manchmal du könntest ihn in die Fresse hauen, ne, weil er einfach zu frech ist. Und ich glaube, das ist, Amerika ist so ein großes Land, manchmal ich denke, das ist ein bisschen zu sagen, the United States of Europe. Es gibt so viel, es ist so groß und so viele verschiedene Regionen, so viele verschiedene Mentalitäten. Man kann nicht en gros amerikanisch sagen. So, aber ich verstehe das vielleicht manchmal, wenn Leute sind irritiert von uns. Zweiter Begriff, Liebe. Absolut der Motor von alles. Dritter Begriff, Sex. Auch ein großer Motor, aber vielleicht nicht von alles. Wichtig, aber nicht so wichtig, als ich früher gedacht hatte. Dankeschön. Du hast hier Sex, Liebe und alles in der Bar jeder Vernunft. Yes. Seit 3. April bis 6. Mai genau. Bist du hier. Genau. Für alle, die jetzt aus Berlin zuschauen. Und Deutschland-Tour yes. ist auch permanent. Ja, wir fangen an in Brackenheim im Mai und wir gehen wirklich durch überall. Wir machen eine kleine Pause für die AM und die Olympischen Spiele, weil ich würde auch gerne Public Viewing machen. Aber dann wir fangen wieder an im August und wir sind wirklich bis zum Ende des Jahres und nächste Frühling durch ganz Deutschland. You can look on my website www.gail-tufts.de. Ist sowieso eingeblendet, wie die sozialen Projekte auch. Guck mal. Außerdem habe ich dir auch noch Geschenke mitgebracht. Oh my God, wow. Okay. Um die Krise besser verstehen zu können, ein Buch, das heißt Occupy Money von Professor Margaret Kennedy. Wie cool. Und 1000 Gründe, Deutschland zu lieben. Oh, 1000 mehr? Gott, ich hab schon ein halbes Million. Wie toll. Well, then here, then I'll give you mine. Okay. This is Gail Tufts, Some Like It Heiß, from the Aufbau Verlag. Und es ist nicht nur über die Menopause, es ist eigentlich über Erwachsenwerden und vielleicht, wie man durch verschiedene Krisen draußen kommen kann. Herzlichen Dank. Bitte Dankeschön sehr. Für das Gespräch. Danke für die Bücher. Thank you, everybody. Feuerwerk. Ja, ansonsten, wer Fragen an alle Interviewpartner hat, auf tombos4.de und das Thema beim nächsten Mal ist Energiewende, Ende Gelände und da interviewe ich den Klimaforscher Mujib Latif. Bis zum nächsten Mal. Gruß an alle Abonnenten. Peace.